Schönkleben der Gruppe Pur wollen wir Sie jetzt ganz herzlich bei uns an der Schule begrüßen. Dieses Lied erzählt von vergangenen Schrecken und davon, dass wir heute die Verantwortung dafür tragen, das Leben wertzuschätzen und zu bewahren. Wie nur konntest du das tun, hast du nichts dabei gefühlt, was nahm dir all die Skrupel, all die Scham? Du hast gewissenlos gehorcht, Mord befohlen ausgeführt, das Gas war leise, nur die Schreie laut. Bilder machen fassungslos, Gruben voller Leichen, voller nicht erfüllter Hoffnungen. Du hast als Richter Henker ihre Zukunft geraubt. Wie kann ein Mensch zum Unmensch werden, das höchste Gut mit Füßen treten, leben? Mehr als nur zu überleben, leben, das ist Ursprung und Ziel. Leben als kleiner Teil des großen Ganzen, lebenswert zu sein. Was im Namen einer Politik, was im Namen einer Religion Menschenverachtung uns in Kriege führt. Und dass der Wahnsinn triumphiert, wo ein Leben nur als Opfer dient, all das blieb uns bis jetzt erspart. Wir kennen nur die Bilder, das genau ist unsere Chance, wenn wir begreifen, wenn wir lernen wollen, wie du und ich und wir gemeinsam leben. Mehr als nur zu überleben, leben, das ist Ursprung und Ziel. Leben als kleiner Teil des großen Ganzen, lebenswert zu sein. Sehr geehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Дорогие гости, дорогие ученики, дорогие коллеги. Das Konzept oder das Projekt Zeugen der Zeitzeugen ist eine ganz wichtige
Organisation eine ganz wichtige Veranstaltung, die wir heute an unserer Schule begrüßen dürfen. Und ich danke Ihnen vorab schon einmal, dass Sie sich auf den sicherlich nicht leichten Weg gemacht haben, um zu uns hierher zu kommen. Наше мероприятие сегодня звучит под темой свидетели пережившего, свидетели того, что было в Германии, в других странах. И я очень рада, что вы сегодня здесь среди нас. И я уверена, что для вас, для всех это был нелегкий путь приехать сюда к нам. Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, für euch ist das heute eine besonders wichtige Veranstaltung, denn ich denke, ihr seid die letzte Generation, die überhaupt in Kontakt mit Menschen treten kann, die die Schrecken des Nationalsozialismus und den Rassenwahn, den dieses System in Europa in die Katastrophe geführt hat, noch miterleben dürfen. Для вас, учеников, это особая возможность встретиться с теми людьми, наверное, вы самая последняя генерация, у которых есть возможность встретиться со свидетелями этого ужасного времени, этой катастрофы, которая была у нас в Европе, которая принесла расизм, национал-социализм в Европу. Und es ist sicherlich viel nachdrücklicher, in einer persönlichen Begegnung mit Menschen, die diese Zeit erlebt haben, hautnah erlebt haben, in Kontakt zu treten. Es ist nachdrücklicher als Fakten aus Geschichtsbüchern zu lernen. Und dafür danke ich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Конечно, для вас это намного интенсивнее, чем просто прочитать историю национал-социализма в книгах. Это намного интенсивнее говорить сегодня с вами. Поэтому для вас, дорогие свидетели того времени, особо огромное спасибо, что вы взяли время и пришли сюда сегодня рассказать нам об этом, этим ученикам. Und ich möchte euch vor allen Dingen bitten, liebe Schülerinnen und Schüler, die Chancen zu nutzen, mit den Menschen, die wir hier zu Besuch haben, in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen. Я хотела бы попросить особенно вас, учеников, чтобы вы воспользовались этой возможностью поговорить сегодня, задавать вопросы, поговорить со свидетелями того времени, что происходило. Und ich denke, es ist wichtig, aus den Erinnerungen und den Gesprächen mit den Zeitzeugen auch Dinge für das eigene Leben daraus zu ziehen und Lehren daraus zu ziehen, denn ihr seid auch mit dafür verantwortlich, dass so etwas nicht wieder passiert und ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr gegen den Antisemitismus in unserer Gesellschaft ansteuert. Я считаю это очень важным, этот диалог, эту беседу, потому что вы именно являетесь те, которые у которых есть возможность бороться против антисемитизма здесь, в Германии, в Европе. Und Zeugen der Zeitzeugen bedeutet das, was ich vorhin schon einmal sagte. Ihr seid diejenigen, die nochmal bezeugen können, was die Leute, die wir heute hier zu Gast haben, die Menschen, die wir hier haben, sehr offen von ihren persönlichen Erlebnissen erzählen. Und ihr seid diejenigen, die das weitertragen müssen. Das ist eure Aufgabe. И вы также являетесь свидетелями тех переживаний, которые будут вам рассказывать сейчас. И ваше задание нести эти переживания, нести все то, что происходит. Будут вам рассказывать, чтобы вы несли это дальше и боролись против антисемитизма. Und nutzt die Chance, die ihr heute bekommen habt. Und ich möchte ja Ihnen allen, die hier gekommen sind, nochmal meinen Respekt und meine Wertschätzung aussprechen, dass Sie sich auf diesen Weg gemacht haben, der sicherlich auch für Sie mitunter recht beschwerlich ist. Und ich möchte Ihnen hiermit vielen, vielen Dank aussprechen. А вам я хочу, вас я хочу поблагодарить и выразить мой Respekt, мое уважение. Что вы приехали сюда, что вы взяли на себя эту поездку, приехали сюда рассказать нам. Большое вам спасибо за это. Ja, vielen Dank bei der Schulleitung und den vorbereitenden Lehrern und auch bei euch Schülern, dass ihr Zeitzeugen empfangt und zuhört. Спасибо большое руководству школы, также вам, ученикам, что вы пригласили сюда свидетелей того времени и огромное вам спасибо также и школе за это. Gestern hieß es, die Zeit heilt Wunden, aber so ist es bei unseren Gästen nicht. Sie können das, was sie als Kinder in Ghettos und KZ erlebt haben, nicht vergessen. Das sind zu tiefe Verletzungen ihrer Seele. Вчера было высказано такое предложение, что время лечит все раны, но, к сожалению, приложение не подходит к вам, потому что ваши раны неизлечимы, время их не излечило. Kinder haben keine Möglichkeit, ein Trauma zu verarbeiten, dazu haben sie noch zu wenig Lebenserfahrung. Дети очень не могут переработать эту травму, которая была у них в жизни, потому что у них просто не хватает опыта.
Und das, was sie erlebt haben an Schrecklichen und verdrängt haben, das kommt im Alter wieder zum Vorschein und macht sie schlaflos, führt zu Albträumen und macht sie krank. То, что вы пережили в детстве, об этом вы долго не говорили, а сейчас уже в старости, это выходит все опять наружу, и об этом нужно говорить, и у вас часто бывают плохие сны, или вы просыпаетесь ночью, потому что вам вспоминаются те времена. Umso mehr müssen wir es achten und ehren, dass Sie hier zum wiederholten Male aus Ihrem Leben erzählen und die Erinnerung in sich wach werden lassen und den Schmerz nochmal erleiden. Поэтому мы должны ценить тем, что вы приехали к нам сегодня уже не первый раз и делитесь вашими переживаниями здесь, в этой школе. Ja, nach der Ideologie unserer Väter, Großväter, Urgroßväter sollten sie eigentlich nicht leben, hatten sie kein Lebensrecht. По идеологии наших праотцов вы, еврейский народ, не должны были жить. Такая была идеология в те времена здесь. Aber sie sind wirklich hier ohne Anklage, ohne Bitterkeit, ohne Hass, bereit sich zu versöhnen und sehen es als ihre Aufgabe an, jungen Deutschen ihre Lebensgeschichte zu erzählen und dem Holocaust ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Но вы здесь, чтобы протянуть руку примирения и чтобы дать голос тому времени, тому, которое вы пережили в те времена, и за это очень вам благодарны тоже. Alle, bis auf das Leiterpaar, Vladimir und Erika, sind zum ersten Mal in Deutschland und viele sprechen überhaupt zum ersten Mal über ihre Erlebnisse vor so vielen jungen Leuten. Двое из вас уже несколько раз тут были, остальные все в основном в первый раз здесь, и вы в первый раз говорите о тех переживаниях того времени. Wir können die Verbrechen unseres Volkes am Volk Israel nicht ungeschehen machen, aber wenn wir Anteil nehmen und wenn wir Respekt zeigen, dann ist das Heil für ihre Seele, dann wird das Leid geteilt. Мы не можем убрать ту историю, которая произошла в нашей стране в те времена, но поэтому это настолько важно говорить сегодня об этом, чтобы другие слышали и понимали, что происходило в то время. So möchte ich Jakob das Wort erteilen. Jakob Notkin, welchem Lager, welchem Ghetto bist du gewesen? Du kannst selbst sagen. Also Jakob war in Weißrussland in einem Ghetto. Wir waren 13 Personen, die nach Israel kamen. Entschuldigung, aus Israel kamen. Die Leiterin der Gruppe ist Erika. Und sie organisiert mittlerweile das sechste Mal schon solche Gruppen, die eben nach Deutschland kommen. Und sie möchte natürlich auch das weitergeben, was wir damals während des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Еще я хочу выразить большую благодарность нашему спонсору, доктору Арнольду фон Айер. Ich möchte auch unserem Sponsor einen herzlichen Dank aussprechen, das ist Arnold von Auer, который во главе и члены его христианской общины встретили нас в аэропорту, и они встретили нас так тепло. И так было нам приятно, что если у меня при поездке в Германию еще были какие-то сомнения, ну как отнесутся к нам немцы, как я к ним отнесусь, то вот этот их прием и дальнейшее внимание все растаяло. И мы я вот лично почувствовал, я думаю, что все члены нашей группы... Чуть-чуть короче. Das ist schwierig zu übersetzen, wenn er lange Sätze ausspricht.
Er bedankt sich ganz herzlich und freut sich eben. Er hatte ein bisschen Zweifel, dass er nach Deutschland fliegen sollte. Wie wird die Reaktion der deutschen Menschen auf jüdische Besucher sein und auch andersrum? Wie werden wir als Juden eben auf deutsche Menschen reagieren? Und sie wurden ganz herzlich von einer christlichen, von einem christlichen Werk schon am Flughafen willkommen geheißen und waren auch sehr angetan und sehr glücklich. Und eben, da sind sämtliche Zweifel verflogen. Und eben dieses Willkommen heißen am Flughafen war für sie auch schon eben ein Schritt der Versöhnung. Также благодарны за их заботы и внимание. То есть мы ежедневно чувствуем их настолько заботу, то есть они к нам относятся как к детям. Und eben die Menschen, die sie auch aufgenommen haben, bei denen sie auch teilweise wohnen, sie zeigen ihr eben diese Wärme und ganz besonderes Willkommensein. Und er sagt, wir fühlen uns so wohl, sie kümmern sich um uns, als ob wir kleine Kinder wären. Und das tut uns einfach mal gut zu sehen, dass wir hier in Deutschland herzlich willkommen sind. Und herzlichen Dank auch dafür. Vor dem Krieg hatten wir eine sehr gute und glückliche Familie. Mama. Es waren halt Eltern da, Mama und Papa, und wir waren 5 Kinder insgesamt. Es waren 4 Jungs und ein Mädel. Der älteste Junge war 15 Jahre alt, und der Jüngste war 4 Jahre alt, und der Jüngste war eben ich. Am 22. Juni 1941 hatte in der Sowjetunion der Krieg angefangen und somit hörte auch meine Kindheit auf. Am zweiten Tag des Krieges wurde mein Vater in die Armee einberufen. Es gab sehr viele Flüchtlinge, jüdische Menschen, Flüchtlinge, die uns eben auch erzählt haben, dass die deutsche Wehrmacht jüdische Menschen erschießt. Und meine Familie und auch einige jüdische Familien haben beschlossen, dass wir einen Rückzug antreten sollen und eben vor der Frontlinie zurückweichen sollen. In der Nähe von der Stadt Smolensk gab es eine Stadt, dort kamen wir an und plötzlich wurden wir umzingelt und konnten einfach nicht mehr weiter. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen alle da und wussten einfach nicht, was wir weitermachen sollten. Zu uns kam ein deutscher Offizier, ein sehr junger Offizier, sah gut aus, war groß und stark. Und dann hat er angefangen, mit meiner Mutter zu sprechen. Und meine Mutter sprach ein wenig Deutsch. Er hat ein Foto rausgeholt und zeigte meiner Mutter das Bild und sagte, schau mal, da ist auch ein Junge drauf. Ich habe auch so einen Jungen zu Hause. Und dein Sohn und mein Sohn, die sehen sich sehr ähnlich. Da gab er mir eine große Tafel Schokolade. Und meine Mutter sagte, ja schau doch mal, das sind doch gute Deutsche, die erschießen niemanden. Ich glaube, aufgrund dessen können wir wieder zurückfahren. Das sind doch gute Deutsche. Und so sind wir auch wieder zurück nach Hause gefahren in unsere Stadt. Unser Haus stand da nicht schon nicht mehr, das Haus war verbrannt. Weil unser Haus verbrannt war, mussten wir zu unserer Verwandtschaft ziehen, in das Dorf, was ungefähr 60 bis 70 Kilometer weiter von unserer Stadt weg war. Когда мы туда приехали, буквально через несколько дней немцы организовали гетто.
Als wir dort in diesem Dorf ankamen, haben einige Tage später die Deutschen ein Ghetto organisiert. Man hat uns in Häuser untergebracht, wo es nicht so viele Schlafmöglichkeiten gab, und wir mussten einfach eng nebeneinander liegen. Ich und mein ältester Bruder kamen in ein Haus. Meine Mutter mit meiner Schwester in ein anderes Haus. Und zwei meiner Brüder in das dritte Haus. Man hat die Siedlung mit Stacheldraht umgeben. Und so fing ja der Schrecken für uns an. Plötzlich verschwanden Menschen. Einige haben versucht zu fragen, wo sind diese Menschen hingekommen? Und auf der anderen Seite hatten wir Angst, bei den Deutschen zu fragen, wo die Leute hinkamen, weil man ganz genau wusste, man konnte an Ort und Stelle sofort erschossen werden. Und als wir die Polizisten fragten, wo die Leute geblieben sind, haben sie entweder geschwiegen oder sind einfach davongegangen. Und alle haben eigentlich gewusst, dass sie nicht mehr im Leben sind. Und wir hatten Angst, zum Beispiel den Deutschen in die Augen zu schauen, weil es könnte passieren, dass der Deutsche plötzlich sagt, dein Blick gefällt mir nicht und er schießt dich. Er konnte dich zu jeder Zeit einfach grundlos erschießen. Ich könnte einiges erzählen über all die Quälereien, die dort passiert sind, wie Menschen eben auch gehungert haben. Und wie man sie umgebracht hat, einfach so, ohne jegliche Begründung. Mein Bruder, der fast 12 Jahre alt war, starb, weil er einfach verhungert ist. In der Nacht auf den 17. März 1942. In dieser Nacht hat meine Mutter mit meiner Schwester es geschafft, durch den Stacheldraht durchzukommen und sind dann in das benachbarte Dorf gegangen, damit sie dort ein wenig zu essen, etwas zu essen sammeln konnten oder finden konnten. Und das hat sie dann an diesem Tag gerettet. In dieser Nacht bin ich aufgestanden. Ich kann es mir nicht erklären, was mich dazu bewegt hat, das zu machen. Aber ich bin aufgestanden und habe mich angezogen und bin in die Küche gegangen und habe mich dort hingesetzt. Wahrscheinlich war es Gott der Allmächtige, der mich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu tun. Drei Stunden später, als ich eben in dieser Küche gesessen habe, kam plötzlich die Hausbesitzerin und schrie: Lauft weg, die Deutschen fangen an, sämtliche Leute hier zu erschießen. Der älteste Bruder stand auf und rief: Jakob, zieh dich an. Und ich sagte, ich bin bereits schon angezogen. Und das hat uns gerettet, eben diese Schnelligkeit, dass wir schnell flüchten konnten. Weil aus diesem Haus haben sich nur ganz wenige eben retten können. Meine Cousine konnte sich noch eben im Stall unterm Heu verstecken. Und hinter ihr, knapp eine halbe Minute später, gingen schon ihre Eltern, also meine Tante und mein Onkel. Und sie schafften es nicht wegzugehen. Man hat sie erschossen.
Wir sind aufs Feld gelaufen. Die Deutschen haben dann eben Waffen aufgestellt und haben sämtliche Leute, die auf diesem Feld da waren, haben sie angefangen zu beschießen. Es fielen tote Menschen, es fielen aufs Feld die verwundeten Menschen und die Deutschen haben dann die Verwundeten letzten Endes auch wieder erschossen und umgebracht. Ich kann mir das nicht erklären, aber das war ein Wunder, dass wir es eben geschafft haben, dort wegzulaufen. Als wir dann gelaufen sind, haben wir vor uns zwei Deutsche gesehen. Der eine kniete sich mit einem Knie hin, der andere stand aufrecht und hat seine Waffe auf uns gerichtet und hat angefangen, uns zu beschießen. Wir wollten einfach zur Seite laufen und sind dann irgendwie auf diesem Feld plötzlich versunken in einer Grube. Im Winter war es so, dass in der Gegend eben schon der Krieg stattgefunden hat und die Leute haben einfach Gruben gegraben oder Löcher gegraben, wo sie sich verstecken oder die anderen beschießen konnten. Und so war es mit dem Schnee eigentlich im Winter zugedeckt und wir sahen diese Grube nicht, sind aber dann in diese Grube reingefallen. Und wir konnten eben unter dem Schnee ein Stückchen weiter kriechen, dass die deutschen Soldaten uns dann eben nicht sahen. Und dort sind wir dann auch eben liegen geblieben, bis es dunkel wurde. Und als es dann dunkel wurde, sind wir aufgestanden, wollten irgendwo hingehen, wussten aber nicht wohin. Und dann sahen wir, dass in der Nähe es dort ein Dorf gab. Und dann sind wir eben in dieses Dorf gegangen. Und als wir dem Dorf näher kamen, haben wir eine Frau gesehen, die eben Wasser schöpfen wollte. Und sie lief da vorbei. Sie fragte uns, wo geht ihr hin? In diesem Dorf sind Deutsche stationiert. Wenn ihr da reingeht, werdet ihr erschossen. Also ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Russischen kennt, dass sie eben auf so Holzteilen Eimer mit Wasser tragen. Und das hat sie uns dann eben mitgegeben. Die Eimer mit dem Wasser. Und sie hat uns gesagt, jetzt holt ihr Wasser und kommt bitte in das Haus. Sie zeigt uns auf das Haus und sagte, dort wohne ich, kommt da bitte mit dem Wasser hin. Mich hat sie auf den Arm genommen und hat mich in einen Mantel gewickelt, in ihren Mantel. Und hat mich dann auch zu sich nach Hause getragen. Also so gesehen hat sie uns das Leben gerettet. Sie hat uns was zu essen gegeben, wir konnten uns bei ihr wärmen und so sind wir eine Nacht dort bei dieser Frau geblieben. Und morgens hat sie dann gesehen, dass die Deutschen raus aus dem Dorf waren. Und wir sind dann in die Richtung gegangen, wo die sowjetische, die Rote Armee stand. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich möchte euch erklären, warum plötzlich die Deutschen angefangen haben, in dem Ghetto die jüdischen Menschen zu beschießen. Wir haben das jetzt natürlich viel später erfahren. Die ersten Soldaten der Roten Armee sind eben über die Grenzlinie gegangen, über die Frontlinie und waren im Anmarsch. Und sie sind mittlerweile so weit durchgedrungen, dass sie ungefähr 20 Kilometer von dem Ghetto entfernt schon bereits standen. Und die Deutschen fürchteten eben, dass die Rote Armee jetzt das Ghetto befreit und so fingen sie an, die Menschen dort umzubringen. Mein anderer Bruder konnte durch ein Fenster fliehen, in dem Haus, wo er gewohnt hatte, und ist in den Wald geflüchtet. Dort kam er bei den Partisanen an. Partisanen bringen ihn
там, где находилась Красная Армия. Und die Partisanen haben ihn auch eben zu der Roten Armee gebracht. И туда же пришла мама и сестра. Und auch meine Schwester und meine Mutter waren, kamen dort an. Если бы мама с сестрой вечером не ушли бы в деревню собирать, чтобы покушать, wenn meine Mutter und meine Schwester nicht an diesem Abend in das Dorf gegangen wären, wäre sie, also mit hundertprozentigkeit kann ich sagen, sie wäre dort auch umgekommen. Sie hätte angefangen, uns zu suchen und wäre hin und her gelaufen und ja, man hätte sie daraufhin dann auch erschossen. Dort bei der Roten Armee hat man uns was zu essen gegeben, man hat uns auch Kleidung gegeben, weil viele sind einfach halbnackt geflohen. Und man hat uns dann eben in den Osten weitergeschickt, zu der Roten Armee, ins Landesinnere von Russland. Man hat uns einfach in Waggons, in Viehwaggons reingepackt und weiter ostwärts geschickt. Это была Чувашская республика, город Чебоксары, и там вся наша, семья заболела цепным типом, кроме меня. Wir wurden da wie gesagt in die Waggons reingebracht und mussten dann weiter Richtung Osten ziehen und dann sind wir in der Stadt angekommen, die heißt Чебоксары, und dort bekam die ganze Familie wurde erkrankt an Typhus, bis auf ihn. Дали нам 10 метров комнату. Без удобств, там ничего не было, все было на улице, ни воды, ни горячей воды, ничего, просто комната и печное отопление. Man hat uns ein Zimmer gegeben, das war 10 Quadratmeter groß, es gab dort aber kein fließend heißes oder kaltes Wasser, es gab nichts. Man musste also nach draußen gehen, das Einzige, was wir hatten, war ein kleiner Ofen. И был тот же голод, единственное, что мы знали, что нас не будут расстреливать. Wir haben genauso gehungert. Aber wir wussten, man wird uns hier nicht erschießen. So haben wir einfach weitergelebt. Wir haben gehungert. Aber wir mussten leben. Meine Mutter hat für uns zum Beispiel eine Suppe aus Brennnessel gekocht mit ein bisschen Mehl. Und übrigens, im Brennnessel sind sehr viele Vitamine. Ihr könnt es auch gerne probieren, schmeckt auch gut. Und wenn wir ein bisschen Kartoffel hatten, dann hatten wir als zweites auf unserem Tisch eben Kartoffel stehen. Wenn es keine Kartoffeln gab, hatten wir wieder Brennnesselsuppe. Und ein Stückchen Brot. Und als drittes, als Nachtisch, hatten wir dann heißes Wasser. Ich habe auch mir immer Mühe gegeben, diese Schule zu besuchen, nicht zu fehlen in der Schule. Nicht, weil ich unbedingt sehr gut lernen wollte, sondern weil man uns dort in der Schule jeden Tag ein Stückchen Brot zu essen gegeben hatte. So habe ich meine Schulausbildung gemacht, ich habe 7 Klassen abgeschlossen. Ich habe dann in einer Universität angefangen zu studieren. Er hat Politikwissenschaften studiert, soweit ich weiß. 90. году у меня сын женился, он кончил тоже политехнический институт. Mein Sohn hat auch eben diese Uni abgeschlossen, hat auch in den 90er Jahren geheiratet. Уехал с женой в Израиль. Er ist mit meiner Schwiegertochter nach Israel gezogen. А я уехал в 94. Und ich bin 1994 nach Israel dann gezogen. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Man hat uns immer wieder, auch bei den Treffen vorher, die wir schon hatten, die Frage gestellt, wie ist eure Beziehung heute zu den Deutschen? Hasst ihr sie? Was empfindet ihr, wenn ihr eben den Deutschen begegnet? 1946 gab es gefangene deutsche Soldaten. Und unter ihnen waren auch eben Frauen.
Und für die Frauen war eben das in der Gefangenschaft das Regime nicht so ja, aggressiv oder stark wie bei den Männern. Und man hatte ihnen dann erlaubt, die umliegenden Städte zu besuchen, die gefangenen Soldatinnen. Я помню, как мама привела двух женщин немцев и их кормила. И они так часто к нам приходили. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mama zwei dieser deutschen Frauen, die in der Gefangenschaft waren, zu uns nach Hause gebracht hat und ihnen was zu essen gegeben hat. Und seitdem haben sie immer wieder angefangen, uns zu besuchen. Я с мамой начал разговаривать. Я говорю, мама, как ты можешь кормить, когда у нас умер вот мой брат и твой сын от голода. И в этом были виноваты немцы. Ich habe gefragt, Mama, wie kannst du das machen? Denn dein Sohn und deine Familie ist eben verhungert aufgrund der deutschen Besatzung, aufgrund dem, was sie uns angetan haben. Wie kannst du ihnen dann das Essen geben? Sie hat mir geantwortet, diese Deutschen sind nicht schuld daran. Und последующем у нас не был разговор, она меня все время убеждала, что немецкий народ не виноват, и он очень много тоже потерпел, и очень много было горя среди них семей во время войны. Und sie hatte, ich hatte immer wieder Gespräche mit ihr und sie hat mir immer wieder versucht zu erklären, dass das deutsche Volk nicht schuld daran war, dass sie eben auch, dass ihre Familien sehr stark auch unter diesem Krieg gelitten haben. Так что у меня с малых лет уже не было ненависти к немцам. So von klein auf hatte ich keinen Hass den Deutschen gegenüber. А по приезду сейчас вот сюда я еще больше убедился, встречаясь с немцами, что они очень дружелюбные, очень хороший народ и также хотят, чтобы был мир. Und seitdem ich jetzt hier bin, sehe ich immer wieder oder habe ich mich überzeugt, dass hier ein sehr friedvolles Volk seid, dass ihr ein Volk seid, das uns herzlich willkommen heißt. Und das hat mich sehr stark beeindruckt. Ihr seid eben ein Volk, das auch den Frieden will. Ich möchte noch ein paar Worte über Israel sagen. Manchmal bekommen wir durch die Journalisten oder in unserer Presse heute Ereignisse, die nicht ganz klar dargestellt werden oder oft auch einfach verzerrt dargestellt werden über, dem, über das, was in Israel passiert. Ich möchte euch einen Fakt nennen. Eines Morgens stand ein junger Terrorist mit einem Messer vor der Haustür. Er war 17 Jahre alt erst. In diesem Haus lebte eine Familie, Frau mit ihren drei kleinen Kindern. Sie hat ihm den Weg versperrt. Sie haben angefangen zu kämpfen und letzten Endes hat er sie dann umgebracht. Er hatte drei Messerstiche ihr versetzt. Sie hat einfach ihre Kinder verteidigt. Успели подойти, побежать два солдата, и он с ножом набросился на солдата. Das haben auch zwei israelische Soldaten mitbekommen und sind dann dahin gelaufen. Und dieser Terrorist kam mit dem Messer, ging dann mit dem Messer auf einen Soldaten zu. Солдат его застрелил. Der Soldat musste ihn erschießen. А журналисты написали, что израильские солдаты убивают детей от 17 лет. Не показали фотографии. Und die Presse stellt es aber so dar, dass israelische Soldaten junge Menschen erschießen, ohne jeglichen Kommentar dazu. Einfach, hier werden junge Menschen erschossen. Und jetzt denk mal darüber nach, was sollte denn der Soldat in dieser Situation tun? Er hatte eine Möglichkeit, natürlich, er hätte sich erschießen lassen können und den Terroristen fliehen lassen. Oder die zweite Möglichkeit, er musste den Terroristen erschießen. Gestern gab es in Jerusalem wieder einen Terroranschlag. Gestern hat ein Terrorist von hinten zwei israelische Polizisten attackiert.
Одна была женщина-полицейский, другой мужчина. Die eine es war eine Polizistin und ein Polizist. Женщина очень тяжело ранена. Die Frau ist sehr schwer verletzt. Мужчину тоже ударили ножом, но он успел его, он дезинфицировал, он его ранил, и сейчас он видно находится в больнице. Der Polizist wurde auch verletzt, aber er konnte eben noch zurückschießen und hat den Terroristen nicht erschossen, aber angeschossen. Und wahrscheinlich wird man wieder in der Presse schreiben, die israelischen Soldaten beschießen die Kinder. Ihr jungen Menschen habt wahrscheinlich schon einige Filme über den Holocaust gesehen. Wahrscheinlich habt ihr da auch Bücher darüber gelesen. Vielleicht wissen einige von euch überhaupt nicht, was Holocaust ist. Mit meiner Geschichte wollte ich euch einfach mal mitteilen, was die Menschen damals während des Zweiten Krieges, was für Schrecken sie erlebt haben. Und wenn ihr fertig seid mit der Schule, wenn ihr studieren geht oder wenn ihr arbeiten geht, wenn ihr eben in das Erwachsenenleben hineinkommt, dass ihr euer Bestes tut, dass sowas nie wieder in dieser Geschichte, in unserer Geschichte wiederholt wird. Das ist alles. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen an den Jakob habt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Okay. Er möchte noch ein paar Worte dazu sagen, hinzufügen. Знаете, когда мы подъехали к вашей школе, als wir hier auf dem Parkplatz ankamen, и вышли, sind wir rausgegangen aus den Autos. Мне было очень неприятно, и не только мне. Wir haben uns sehr, sehr unwohl gefühlt. Мы увидели на стене фашистский знак. Weil wir hier auf der Mauer vorne ein Hakenkreuz sahen. Also ich kann sagen, sie haben also waren sehr aufgebracht, dass dieses Hakenkreuz dort drauf war. Ich kann nicht mal einfach so darüber sprechen. Das betrifft mich sehr, eben wenn Sie diese Zeichen sehen. Это на меня очень подействовало. Es hat sehr starken, sehr schlechten Eindruck auf mich hinterlassen. Просто er kann es nicht verstehen, nicht begreifen. Просто слов даже нет. Как так может быть? Wie kann es sein? Ich habe einfach keine Worte. Wie kann es sein, dass plötzlich hier an der Mauer ein Hakenkreuz aufgezeichnet ist, draufgeschmiert wurde? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sie haben es sofort gesehen. Das war Разрешите мне, пожалуйста, я жена Якова, и я хочу продолжить его мысль. Вы видите, ему очень тяжело разговаривать на эту тему. Ich bin die Frau von Jakob und ich möchte seinen Gedanken einfach ein wenig weiterführen, weil es eben für ihn ein sehr schwieriges Thema ist. Поймите. Versteht uns bitte richtig. Это фашистская свастика. Я это воспринимаю не как не то, что не хотят нас видеть и знать здесь, нам уже это с одной стороны больно, но с другой стороны сегодня это не настолько страшно. У нас есть свое государство, и мы уже не пойдем с поднятыми руками вверх на расстрел. Я вам об этом говорю, я живу 40 лет в Израиле. Я воспитала сына в Израиле. Ему было 2 года, когда мы приехали в Израиль. Он офицер запаса израильской армии. В этом, девочка, в этом ничего смешного нету. Versteht mich bitte richtig, das ist nicht so, dass ich jetzt hier ausgestiegen bin, plötzlich Angst haben musste. Ich weiß,
dass diejenigen, die das gemacht haben, dass sie keine Ahnung haben. Ich weiß für mich heute persönlich, dass ich eben in einem Staat lebe, im Staat Israel. Ich lebe bereits seit 40 Jahren dort und ich lebe in diesem Staat und ich habe ein Kind dort zur Welt gebracht. Mein Kind, mein Sohn ist ein Soldat in Israel und ich weiß, dass wir nicht mehr mit erhobenen Händen jemals wieder in Konzentrationslager gehen müssten. Aber doch schmerzt uns eben zu sehen, dass es immer wieder doch Menschen da sind, die das nicht sehen oder die das nicht einsehen wollen. Jede фашистская свастика должна в первую очередь предупредить вас, что вам сегодня угрожает опасность, потому что эта опасность идет от ислама ко всему миру, а не только она угрожает Израилю. И я вам расскажу тот случай, который произошел со мной несколько лет назад. У нас, чтобы вы знали, вы это нигде не прочтете, что в израильских больницах оказывают помощь также и палестинским жителям. И ich möchte euch eben sagen, dass das eine Bedrohung nicht nur für uns damals war, sondern auch dieses Hakenkreuz oder diese Bewegung auch eine Bedrohung für die deutsche Gesellschaft ist. Und wir müssen alles Mögliche unternehmen, dass das nicht passiert. Und eine weitere Bedrohung, die heute bei uns im Staat Israel eben vorhanden ist, ist der radikale Islam, der zu uns kommt. Und ich möchte euch aber versichern, dass eben auch in diesen, dass bei uns in Israel palästinensische Menschen behandelt werden, dass selbst Terroristen in Krankenhäusern behandelt werden und wir ihnen eigentlich nur Gutes tun wollen. Около меня сидела женщина палестинская с маленьким ребенком. Она немножко знала иврит, и я с ней начала разговаривать. Neben mir saß eine arabische Frau, die ein bisschen Hebräisch sprach, und sie hatte ein kleines Kind auf dem Arm, und ich hatte mir die angefangen, mich mit ihr zu unterhalten. Она мне рассказала, что ей 30 лет, у нее 6 детей. Sie hat mir erzählt, dass sie 30 Jahre alt ist und dass sie 6 Kinder hat. Этот ребенок, который сидел около нее, он самый младший. Und das Kind, was sie neben sich sitzen hatte, war das jüngste Kind ihrer Familie. Ich habe sie gefragt, du hast so einen netten Jungen hier neben dir sitzen. Was möchtest du, was soll er werden, wenn er groß wird? Was wünschst du dir? Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, was sie mir geantwortet hat. Но она мне сказала, я хочу, чтобы он был шахидом. Ich möchte, dass er ein Schahid wird. Вы, может быть, не знаете, что такое шахид. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Schahid ist. Это тот, кто сам погибает и при этом убивает других людей. Das ist ein Selbstmordattentäter, der selber stirbt und andere mit sich in den Tod zieht. Матери абсолютно все равно, что погибнет ее сын, лишь бы он унес жизни нескольких евреев. Вот что для нее было важно. Für die Mutter war es letzten Endes wichtig, dass ihr Sohn keine gute, oder nicht wichtig, dass er eine gute Ausbildung bekommt und gut erzogen wird. Für sie war es wichtig, dass er sich selbst umbringt und jüdische Menschen mit sich mit in den Tod zieht. Хотя помощь она получала в израильской больнице. Ее лечили израильские врачи, ее и ее семью. Und dabei saß sie in einem israelischen Krankenhaus, wurde von israelischen Ärzten behandelt, sie und auch ihre Familie. В том числе лечат в наших больницах также и террористов. In unseren Krankenhäusern werden auch Terroristen behandelt. Надеюсь, что сейчас вам понятно, что означает эта фашистская свастика на вашей школе. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, was dieses Hakenkreuz eben für euch und auch für uns bedeutet. Dankeschön, und wenn ihr noch Fragen habt, bin ich gerne bereit, sie zu beantworten. Ich hatte einfach mal eine Frage an Jankow noch. Gab es eigentlich im Ghetto auch Soldaten, bevor es halt zu diesen Massenmorden kam, die lieb zu ihm waren oder nett? Вопрос к Якову, были в этом гетто немецкие солдаты, которые к вам хорошо относились? Он задает вопрос, были ли в гетто, где вы были, немецкие солдаты, вообще, которые хорошо относились к людям, живущим там? Я этого не помню, но, чтоб лично ко мне вот так не было контакта, но там были немецкие солдаты, которые
не то, что издевались, а даже старались помочь и сочувствовали нам, но они просто боялись. Also er selber kann sich nicht daran erinnern, dass jemand ihm das getan hat, also gute Soldaten ihm Gutes getan haben. Aber er sagt, es gab sicherlich Menschen eben oder Soldaten im Lager, die sogar den jüdischen Menschen geholfen haben. Aber sie hatten natürlich auch Angst und konnten das nicht nach außen zeigen, weil es für sie auch Konsequenzen hatte. Потому что там были несколько гестаповцев, которые следили, как остальные немцы относятся и исполняют ли они точно приказ, который они получили. Dort, selbst die Soldaten wurden von der Gestapo dann überwacht und mussten für Ordnung sorgen und genau darauf achten, dass die Soldaten ihnen das ausführen, was ihnen befohlen wurde. Ja, они боялись, что если только узнают, что они как-то относятся лояльно и более мягко к кузникам, то их просто могут расстрелять. Sie hatten natürlich Angst, weil sobald jemand merkte, dass sie loyal den jüdischen Menschen gegenüber sind und hilfsbereit sind, hätte man sie genauso wie die jüdischen Menschen erschossen. Habt ihr noch Fragen? Fragen habt, gerne raus damit. Sie waren ja zu der Zeit, als das passiert ist, noch sehr jung. Und erzählen Sie das jetzt alles aus Ihren Erinnerungen oder erzählen Sie auch ein bisschen aus dem, was Ihnen erzählt wurde von Ihren Menschen aus dem Umfeld? То, что вы сейчас рассказывали, это ваши личные воспоминания или тоже воспоминания рассказов других людей? То, что я рассказывал, это мои личные воспоминания и немножко мне рассказывала мама. Also das, was erzählt hat, sind seine persönlichen Erinnerungen und ein wenig hat eben auch seine Mutter ihm dann erzählt. Но в основном вот этот вот побег и вот такая вот жизнь, это все-таки мои личные воспоминания. Und hauptsächlich eben die Flucht und das Leben, was ich dann geführt habe, das sind meine persönlichen Erinnerungen. Особенно побег. Besonders die Flucht, die habe ich sehr gut in Erinnerung. Und diese Flucht ist immer noch in meinem Kopf drin. Wie war für Sie die ersten Jahre nach der Befreiung? Also wie hat sich das angefühlt? Как вы переживали первые годы после освобождения Советского Союза, после войны? Как вы жили, как вы переживали это время? Значит, в 44-м году, я когда пришел из школы, мама сидела и плакала. Ja, 1944, da war ich fertig mit der Schule. Ich kam nach Hause und habe gesehen, dass meine Mama geweint hatte. Я спросил маму, что случилось? Ich habe sie gefragt, Mama, was ist los? Sie sagte mir, es kam die Benachrichtigung, dass dein Vater gestorben ist. Ihr könnt euch ja das vorstellen, wir waren ohne Vater, der Älteste war 17, ich war der Jüngste und die Mutter musste eben arbeiten gehen. Я кончил когда 7 классов и поступил в техникум после первого курса, я тоже пошел работать. Als ich dann angefangen habe zu studieren, musste ich nach dem ersten Semester auch arbeiten gehen. То есть я практически начал свою трудовую деятельность с 14 лет. Also ich habe mit 14 Jahren praktisch angefangen zu arbeiten. Мы все летом работали для того, чтобы можно было всем учиться. Wir haben im Sommer alle Meine Geschwister haben wir gearbeitet, damit wir dann eben auch zur Schule gehen konnten. Zwei Brüder haben auch die Uni abgeschlossen. Und meine Schwester ebenfalls. Es war sehr schwer zu leben. Карточки отменили в 48 году. Я думаю, может быть, вы знаете, что такое продуктовые карточки. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Lebensmittelkarte ist.
diese Lebensmittelkarte, die bekam man dann und bekam daraufhin dann auch Lebensmittel. Und 1948 wurden diese Lebensmittelkarten abgeschafft. Es war einfach, man konnte nicht einfach so in den Laden gehen, sich Lebensmittel kaufen, man musste eben diese Lebensmittelkarte zeigen. Und man hat uns dann eben das zu essen gegeben, was auf dieser Karte aufgeschrieben war, in kleinen Portionen, ob es Brot war oder Getreide oder andere Lebensmittel. Ich habe sehr lange Zeit das Gefühl des Hungers verspürt. Ich habe dann eben die eine Uni abgeschlossen, bin dann arbeiten gegangen und haben dann auch im Fernstudium weiter studiert. Und da, ab da war es dann einfacher. Ich kann mich noch erinnern, es war so ein Glücksmoment für mich, als ich mit 18 Jahren mir meine erste eigene Uhr kaufen konnte. Das ist, weil ich eben die erste Uni abgeschlossen habe, habe ich mir selber so ein Geschenk gemacht. Zuerst habe ich eben im Fernstudium angefangen, die zweite Uni zu besuchen, und dann habe ich dann doch weitergemacht. 1961 habe ich diese Universität dann auch abgeschlossen und habe dann weitergearbeitet. Dann nahm das Leben eben den normalen Lauf an. Ich habe geheiratet, ich habe eine Familie bekommen und das Leben war, ab da wurde eben das Leben auch einfacher. So ab da ging es uns eigentlich gut. Aber von meiner Familie bin ich jetzt als Einziger am Leben geblieben. Mein ältester Bruder starb sehr früh. Er war gerade mal 58 Jahre alt. Mein zweiter Bruder starb, als er 61 war. Und meine Schwester starb, als sie 70 war. Und meine Mutter starb, als sie 87 war. Und er ist 79. Also mich würde auch noch interessieren, ob sich Freunde aus Kindertagen vielleicht über diese ganze schwere Zeit gehalten haben. Also aus den Ghetto-Zeiten habe ich keine Freunde mehr. Ich habe einen Bruder, einen Cousin hatte, der war damals 2 Jahre alt und heute leben sie in Israel in der gleichen Stadt. Und ich habe noch eine Cousine, mit der wir zusammen im Ghetto waren. Sie ist heute 90 Jahre alt. Und sie lebt heute auch in Israel. Also direkt aus der Ghetto-Zeit habe ich keine Freunde, aber ich habe Freunde eben später, die ich dann während meines Studiums so oder während der Zeit, als ich eben erwachsen war und in Russland gelebt habe, zu ihnen habe ich immer noch Kontakt und wir haben sehr guten Kontakt, wir telefonieren auch oft miteinander. Das sind so meine Freunde, aber direkt aus der Kindheit hat er keine. Und vor 10 Jahren haben wir uns dann in Tschechien, in Karlsbad, mit diesen meinen Freunden getroffen. Vor 10 Jahren war es. Amen.
в этом колючем ограждении 30 долгих месяцев. Ich bin eine Gefangene des Ghettos gewesen und ich bin in dieser Stacheldrahtumzäunung 30 Monate lang gewesen. Я была в четырех геттах: Одесская, Гетто-Доманёвка, Мариновка и Первомайская. Und sie war in vier Ghettos, in eben die Städte, die sie genannt hatte. Мне было всего 4 года. Ich war gerade mal 4 Jahre alt, когда началась война. Als der Krieg begann. Я всё время себя спрашиваю. Ich stelle mir immer wieder die eine Frage. Какое я совершила преступление? Was habe ich denn getan? Что меня, маленького ребёнка? Welches Verbrechen habe ich getan? Моих мам. Das kleine Kind und meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder, man hinter diesem Stacheldrahtzaun versteckt hatte. Man hat einen Unmenschen aus uns gemacht. Mein Vater starb im Krieg. Ich weiß nicht, wo sein Grab ist. Meine Schwester ist spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie begraben ist. Умершую от тифа сожгли на костре. Meine Mutter, die an Typhus erkrankt ist, для того, чтобы не хоронить умерших от тифа людей, их складывали в штабели. Дрова, тела, дрова, тела. Man hat eben die Menschen, die an Typhus erkrankt ist, nicht beerdigt oder begraben, sondern man hat sie auf einen Haufen gehäuft mit also in Schichten Menschen, Holz und hat sie dann verbrannt. Вы, наверное, по биологии знаете, что человек состоит из воды в основном. Aus dem Biologieunterricht wisst ihr ja, dass der Mensch hauptsächlich aus Wasser besteht. Трупы из-за того, что они наполнены водой, они никак не разгорались. Die menschlichen Körper, die mit Wasser voll waren, die konnte man nicht so einfach anzünden. Тогда подлили жидкость туда. Und dann hat man Benzin reingegossen in diesen Haufen. И трупы поднялись большим костром вместе с дровяными пеплом. Und so wurden diese Menschen eben mit Holz verbrannt. Костры развели за проволокой гетто. Man hat diese Holzhaufen oder Menschenhaufen hinter dem Stacheldrahtzaun aufgebaut. А мы стояли и смотрели. Все, кто остался в живых, осталось очень мало живых. Und wir, die wir am Leben waren, wir standen an diesem Zaun und haben zugeschaut. Und es waren eben nicht so viele, die am Leben noch geblieben мы sind. Смотрели, как горят наши родные. Wir haben gesehen, wie unsere Liebsten dort verbrennen auf dem Haufen. Посмотрите. Погиб отец. Schau mal, mein Vater starb. Я не знаю, где его могила. Ich weiß nicht, wo sein Grab ist. Пропала моя сестра. Meine Schwester, die verschwunden ist. Я не знаю, где ее могила. Da weiß ich auch nicht, wo sie beerdigt ist. Я знаю место, где поднялся пепел от моей мамы. Aber ich kenne den Ort, wo die Asche meiner Mutter aufgegangen ist. Но пепел есть и пепел. И сегодня я хочу вам сказать, пусть пепел моей матери достучится в ваши сердца. Ich möchte euch bitten, oder ich wünsche mir, dass die Asche meiner Mutter an eure Herzen anklopft. Вы не знаете, что такое нет мамы. Ihr wisst es eben nicht, was es heißt, keine Mutter zu haben. Мама каждое утро провожает вас в школу, кормит, одевает вас, халит. Eure Mutter begleitet euch jeden Morgen in die Schule, sie zieht euch an, sie gibt euch was zu essen, stellt euch das Frühstück. А я с 4 лет была сиротой. Und ich bin seit 4 Jahren eben waise. Я не думаю, что я говорю смешные вещи. Und ich glaube nicht, dass ich hier Geschichten erzähle, die einen zum Lachen bringen. Es ist einfach schrecklich. Страшно. Нет, работает. Страшно, когда тебя унижают. Вот. Это может быть, wenn du erlebst, dass я думаю, что это душа моей матери. Ich glaube, das ist die Seele meiner Mutter. Неважно, птичка. Когда я стала сиротой, als ich eben, я могу сказать wurde, коротко. Kann ich nur eben kurz erzählen. В каком бы гетто мы ни были, неважно какой гетто, Доманёвка, Первомайская, в этом гетто было очень холодно, очень голодно. Мы ходили в чем попало, нас никто не лечил, нас никто не кормил. Мы сами добивали себе еду, как только могли. Als wir in diesem Ghetto gelebt haben, war es eben, wir hatten keine Kleider anzuziehen, es war kalt, es hat sich keiner um uns gekümmert. Wir mussten selber zusehen, dass wir uns was zu essen beschaffen oder was zum Anziehen. Этот голод и холод нас сопровождал с братом, мы остались с братом, долгие 30 месяцев.
Und dieses Gefühl des Hungerns hat uns lange 30 Monate begleitet, mich und meinen Bruder, der da auch noch am Leben war. Все эти 30 месяцев я забыла о человеческом достоинстве. In diesen 30 Monaten habe ich vergessen, was Menschenwürde heißt. Я была маленькой, очень худой, похожа на старушку девочкой стала. Ich war eben noch sehr jung und sehr klein und ich war sehr dünn und ich, junges Mädchen, sah aus wie eine alte Oma. Я перестала смеяться. Ich habe aufgehört zu lachen. Улыбка бросила меня. Das Lächeln ist mir einfach vergangen. И главное мне было накушаться, наесться, хоть немножко. Und was ganz wichtig für mich war oder als Ziel für mich war, ich wollte einfach mal essen und satt werden. Я говорю вам то, что я сама запомню, не то, что мне кто-то рассказал. Und ich erzähle euch das, was ich eben selber in meiner Erinnerung habe und nicht aus irgendwelchen Geschichten, die man mir erzählt hatte. Когда я была в Первомайском гетто, колючую проволоку... Als ich in einem dieser Ghettos war, hat man eben mit dem Stacheldraht... Охраняли сторожевые собаки, очень большие. Diesen Stacheldraht oder eben die Mauer haben große Wachhunde bewacht. Их кормили даже лучше, чем кормят людей. Und man hat diesen Hunden besseres Essen gegeben als uns Menschen. И я решила... Пусть собаки меня загрызут, но я пойду и поем вместе с ними. Und ich habe beschlossen, sollen doch die Hunde mich zu Tode beißen. Ich gehe einfach hin und esse ihr Essen. Я подползла к собакам и закрыла глаза. Ich bin dann zu den Hunden hingekrochen und habe meine Augen verschlossen. Я думала, что они меня разорвут. Ich dachte, sie werden mich jetzt zerreißen. Но собаки оказались добрее людей. Aber die Hunde, es zeigte sich, dass die Hunde freundlicher waren als die Menschen. Они подпустили меня к этой мыске. Sie haben mich eben zu dem Napf gelassen. Und ich habe mit ihnen zusammen стала хлебать эту вот похлебку с этой мыски. Habe angefangen, ihr Fressen mitzuessen. Жандармы выскочили и стали бить меня плеткой. Die Soldaten kamen raus und haben angefangen, mich auszupeitschen. Кричать на меня. Haben mich angeschrien. А потом им стало очень забавно видеть, как маленький человечек стал щенком. Und letzten Endes war es aber lustig für sie zu sehen, wie ein kleiner Mensch zu einem Welpen wurde, zu einem Hund wurde. И они, значит, начали фотографировать, смеяться. Sie haben Fotos von mir gemacht und haben gelacht. И позволили мне питаться собаками в течение там месяца или сколько, я сейчас точно не помню. Und so haben sie mir dann erlaubt, weil sie es lustig fanden, haben sie mir dann erlaubt, ungefähr einen Monat lang aus dem Hundenapf zu essen. Это дало нам возможность с братом немножечко поправиться. Und es gab mir und meinem Bruder die Gelegenheit, ein bisschen an Gewicht zuzunehmen. Когда я говорила о тифе, als ich über Typhus sprach, то туда этот тиф занесли специально. Это был своеобразный эксперимент на выживаемость от тифа. Und diese Seuche hat man mit Absicht in das Ghetto reingebracht, weil man ein Experiment aufstellen wollte, wie Menschen eben diesen Virus oder diese Seuche überleben, den Typhus. Вы даже себе не представляете, какая это страшная болезнь. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine schreckliche Krankheit das ist. А я не заболела. Und ich wurde nicht krank. И это было настолько удивительно, что ко мне приходили, у меня брали много крови для того, чтобы определить, что послужило причиной, что я, находясь рядом с тифозными больными, выжила. Weil ich eben nicht krank wurde, kam man immer wieder zu mir und hat mir Blut abgenommen, um einfach festzustellen, woran es lag, dass ich, die ich neben den typhuskranken Menschen gelebt habe, doch nicht erkrankt bin. Ich war also ein Versuchsobjekt für sie. Я не буду говорить о том, что было плохо. Ich möchte nicht davon reden, dass es eben schlecht war. Это и так понятно. Dass es schlecht war, ist für jeden von uns klar. Что если было принято решение истребить евреев, то хорошего от этого не надо было ждать. Als eben der Beschluss gefasst war, die Juden auszurotten, da hätte man auch nichts Gutes erwarten können. Я не знаю, как мы с братом выжили. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mit meinem Bruder überlebt habe. Ich weiß es nicht. Голод, только голод мучил, не только голод, а зимой прибавлялся еще и холод. Es war nicht nur der Hunger, der uns quälte, sondern im Winter mussten wir auch die Kälte spüren. Я помню, как я ходила. Ich kann mich erinnern, wie ich rumgelaufen bin. На ногах были тряпки обмотанные. Ich hatte keine Schuhe, ich habe mir einfach irgendwelche Stofflappen um meine Füße gebunden. А одежда была тоже тряпки, которые
кто выбрасывал, где находили. Und als Kleidung hatte ich auch irgendwelche Lumpen, die irgendjemand rausgeschmissen hat, das, was ich dann gefunden habe. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht mal, ob man es als Kleidung bezeichnen kann. Es waren eben Lumpen. Они не грели. Sie haben natürlich nicht warm gehalten. Поэтому голоду еще прибавлялся зимой страшный холод. Und so kam es, dass zum Hunger auch noch die Kälte dazu kam im Winter. Мы с братом решили сбежать с гетто. Und so haben wir, mein Bruder und ich, den Entschluss gefasst, dass wir aus dem Ghetto fliehen müssen. Собаки знали меня хорошо. Die Hunde kannten mich ja bereits schon. И они нам разрешили спокойно ночью уйти. Und die Hunde haben eben uns es zugelassen, dass wir das Ghetto verlassen konnten, haben uns nicht angegriffen. Было холодно. Es war kalt. И мы залезли в солому. Und es war kalt und wir haben uns in so einem Strohhaufen versteckt auf dem Feld. Проходил патруль и просто обстрелял этот стог, просто так. Es kam eine Patrouille vorbei und hat einfach diesen Heuhaufen beschossen, einfach so. И в 5 лет я получила ранение, как воин, который участвует на войне. Mit 5 Jahren habe ich wurde ich zum ersten Mal verwundet, wie eben ein Soldat, der im Krieg ist, habe ich auch eine Verwundung bekommen. Мое счастье, что пуля пролетела, сквозная получилась. Ich hatte Glück, dass der Schuss eben durchgegangen ist und die Kugel nicht in mir geblieben ist. Меня брат, истекающий кровью, притащил в хутор, там украинский хутор был. Mein Bruder, ich war am Verbluten, mein Bruder hat mich dann in ein Dorf in der Ukraine hingeschleppt. И добрая женщина, я так думаю, что она была все-таки христианка, она меня лечила от раны, она спрятала нас в подвале и лечила меня от раны, и ноги были у меня обморожены. Dort haben wir eine Frau getroffen und ich glaube, sie war eine Christin. Sie hatten uns aufgenommen, sie hatten meine Wunde versorgt und ich hatte auch Eisverbrennungen an meinen Füßen gehabt und das hat sie auch dann behandelt. Она отдала мне последний гусиный смалец. Sie hatte mir ein bisschen von dem letzten Gänseschmalz, was sie im Haus hatte, hatte sie mir gegeben. Я сейчас вспоминаю, что я его слизывала вместе с отходами, которые шли от обмороженных ног. Und ich kann mich erinnern, sie hatte mir den Gänseschmalz auf die Füße geschmiert und ich habe angefangen, diesen Gänseschmalz zu lecken, abzulecken, weil ich eben so einen Hunger hatte, mit all dem eben, was auch in der Wunde mit drin war. Aber ich hatte Hunger, ich musste diesen gelben Gänseschmalz ablecken. Долго она нас держать не могла. Sie konnte uns nicht lange bei sich behalten. У нее было четверо своих детей. Sie hatte 4 eigene Kinder. И она нас выпроводила. Und so musste sie uns dann fortschicken. Мы ушли, через 2 дня нас опять словили и опять отправили в гетто. Wir waren 2 Tage unterwegs, dann hat man uns wieder gefangen genommen und wieder zurück in das Ghetto geschickt. Значит, я немножко подытожу. Не могил родных, куда можно прийти поплакать. Ich möchte zusammenfassen, ich habe keine Verwandten, wo ich hingehen könnte und mich ausweinen oder ausholen könnte oder Mitleid haben könnte. Ich hatte keine Kindheit. Не любви своей матери. Ich hatte nicht mehr die Liebe meiner Mutter. Можно много перечислять. Ich könnte vieles oder einiges aufzählen. Это результат вот этой войны. Плюс еще ко всему, меня как сироту определили в приютский дом. Und das ist das Ergebnis des Krieges. Und noch kam dazu, dass ich eben als Waise auch in ein Kinderheim geschickt wurde. Я еще 9 месяцев была в приюте. 9 Monate lang war ich in diesem Kinderheim. Он отличался от гетто, вот эти первые приюты, только тем, что там не стреляли. Der einzige Unterschied zwischen dem Kinderheim und dem Ghetto bestand darin, dass man im Kinderheim Menschen nicht erschossen hatte. Но там также было голодно, было холодно. И мы дети, мы были озлобленные. Мы были похожи на злых волчат, которых отнимают. Если отнимали еду, то мы дрались. Если отнимали одежду, мы дрались. Так что я могу подвести, я не знаю, я смотрю на лица, одни слушают, другие, может быть, не совсем слушают. Я понимаю, что у каждого из вас, я считаю, у вас счастливое детство. Можно коротко, потому что... Да, пожалуйста.
Ich kann eben sagen, dass ich in diesem Waisenheim war es nicht viel besser, in diesem Kinderheim. Man hat uns auch das Essen weggenommen. Sobald wir merken, es nimmt uns einer Essen weg, dann haben wir uns wie kleine Wölfe gefühlt. Wir haben das Essen gerankt, wir haben uns gestritten, wir haben uns geschlagen. Und ich merke einfach auch hier im Saal, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf das, was ich sage. Und ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen, dass ihr eben eine glückliche Kindheit habt. Ich hatte das alles nicht. Каждый человек появляется на земле со своей миссией. Jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren ist, hat eine bestimmte Mission. Да, у каждого человека есть то, что он должен сделать. Und jeder Mensch hat eine bestimmte Aufgabe, die er tun muss. Ну, я так поняла, что Бог сохранил меня. Und ich glaube, dass Gott mich bewahrt hat. Я поняла, что Я поняла, что моя миссия Это выжить и дать продолжение своему роду. Meine Mission ist eben das Überleben und das Weitergeben meiner oder das Weiterleben meiner Familie herzustellen. Я эту миссию свою выполнила. У меня дочь и внучка. Ich habe diese Mission erfüllt. Ich habe eine Tochter und eine Enkeltochter. Я поняла, что я еще одну миссию должна все-таки выполнить. Вот как сегодня. Ich habe aber auch verstanden, dass ich noch eine weitere Mission habe. Und das ist jetzt heute hier. Ich habe die Mission zu erzählen, wie schrecklich es in dieser dunklen, fürchterlichen Zeit damals war. Liebe Kinder, Это вот сейчас так кратко сказала, чтобы вы никогда не знали, чтобы никогда не страдали вы из-за того, что у вас нет мамы. Берегите своих матерей, любите их, не обижайте, потому что без мамы, вот я взрослый человек, мне 79 лет, а я очень жалею, что у меня не было мамы и нет ее. Mein Wunsch an euch ist ganz besonders. Ich wünsche euch, dass ich wünsche nicht, dass ihr oder eure Familien, eure Kinder, später eure Enkelkinder so eine schreckliche Zeit erleben oder das Gefühl kennenlernen, was es heißt, ohne Mutter zu sein. Ich bin jetzt schon alt und ich bin schon ins Alter gekommen, aber trotzdem wünsche ich mir eine Mutter. Und so eine Zeit ohne Mutter, ohne Familie, diese schreckliche Zeit, die wünsche ich euch nicht. Lernt bitte eins, einander zu lieben. Hass und das Böse wird euch kein Glück bringen. Вы сами по себе знаете, если вы кого-то не любите, ненавидите, вы делаете плохо не только ему, но вы делаете плохо и себе. Wenn ihr hasst und einander Böses antut, dann tut ihr nicht nur dem anderen weh, sondern auch euch selber. Так что, для того, чтобы сохранить вот этот хрупкий мир, он настолько хрупкий, и найдется опять какой-нибудь фюрер, я не знаю, где он может быть, но он может найтись, и опять начнется то же, что и было. Лучше... чтобы мы вместе вот взялись за руку и не допустили вот этого безобразия. Der Friede ist sehr empfindlich und ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt bereits so einen Führer in Anführungsstrichen gibt, der bereit wäre, diesen Frieden zu zerstören. Was ich mir wünsche, ist einfach, dass wir uns bei den Händen fassen und dass wir einander Glück wünschen können und dass wir einander für diesen Frieden kämpfen können. Еще я хочу сказать, наш руководитель Эрика, она сама узник концлагеря. Unsere Leiterin Erika, sie ist selber, страшного лагеря. Sie war selber in einem schrecklichen Konzentrationslager. Это был пересыльной, она и сама может сказать, но я просто хочу. Она была узником гетто в маленьком возрасте вместе с матерью, пересыльном лагере смерти Терезин. Это страшный лагерь. Erika selbst war, und Erika spricht nicht gerne darüber, sie hat auch gerade gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Sie war selber als kleines Kind im Ghetto und kam dann auch in den Konzentrationslager Theresienstadt mit ihrer Mutter. Ich danke ihr ganz herzlich für ihre, dass sie eben diese Reisen organisiert, die für Versöhnung stehen. Wir sind schon die letzten. Ich denke, dass es mehr Zeugen wird, mehr und mehr wird. Wir sind die letzten Zeugen und ich bin davon überzeugt und ich weiß, dass es immer weniger Zeugen geben wird, die diese Zeit erlebt haben. Und zum Schluss möchte ich sagen, bewahrt den Frieden.
Das ist alles, danke. Ja, gibt es Fragen an Inna Kurgan? Вопросы есть к Инне Курган? Ja, also erst einmal, ich bin wirklich beeindruckt, dass Sie heute von Ihrer Geschichte so offen für uns erzählt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und meine Frage wäre... Во-первых, большое спасибо, я очень впечатлен вашими рассказами. Для меня сыграли очень важную роль, у меня есть вопрос к вам. Und meine Frage wäre, wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder Freude oder Gefühle wie Liebe empfinden konnten, oder wie kam es dazu? Сколько времени прошло, когда вы в первый раз опять почувствовали слово «радость» или чувство «любовь»? Если я расскажу, вы не поверите. Wenn ich euch erzählen würde, würdet ihr es mir nicht glauben. Когда я была в детдоме, als ich im Kinderheim war, я полезла за кусочком капусты. Bin ich runtergeklettert, um ein Stück Kohl zu bekommen. Под стол. Ich bin unter den Tisch geklettert. А в это время несли полную кастрюлю кипящей воды. Und als ich unten unter dem Tisch war, trug man vorbei einen großen Kessel mit heißem Wasser. Эта кастрюля опрокинулась на меня. Dieser Kessel ist umgekippt und das Wasser habe ich abbekommen. Но я была счастлива от того, что возле меня было много людей, меня любили, меня жалели, меня подкармливали. Это было для меня первая моя большая радость. Und obwohl ich eben dieses heiße Wasser auf mir hatte, war ich trotzdem glücklich und hatte Freude verspürt, dass um mich herum Menschen waren, die mir Mitleid ausgesprochen haben, die mir was zu essen gegeben haben, die ihm gezeigt haben, dass ich wichtig für sie bin. Und trotzdem, dass ich Schmerzen hatte, war ich doch glücklich. Ich wollte jetzt eine gemeinsame Frage an alle stellen, die sich dazu gerne äußern möchten. Ja, haben Sie einen Vorwurf? Was hat Ihnen explizit jetzt die Hoffnung gegeben, irgendwie das alles durchzustehen und nicht irgendwie zu sagen, ich bin auch? Вопрос уже, который задавался в той школе. Что вам дало надежду во все это время? Что была ваша надежда? Почему вы выжили в это время? Что давало вам силу? Я тоже узник гетто. Мне в гетто было 4 года. Ich bin auch ein Gefangener im Ghetto gewesen. Ich war 4 Jahre alt. Я остался без родителей, которые были уничтожены в составе 6 миллионов евреев. Ich gehöre zu denjenigen, die am Leben geblieben sind, aber meine Familie, meine Eltern gehörten zu den 6 Millionen Menschen, die umgebracht wurden. Я 32 месяца вместе с братом в 11 лет, ему был сестрой 14 лет. Ich war zusammen 32 Monate lang war ich mit meinem Bruder und mit meiner Schwester in einem Ghetto. Meine Mitreisenden haben ja schon erzählt, dass uns ständig Hunger und Kälte begleitet hat. Rund um uns herum war der Tod. Und wir lebten mit dem mit der Angst, dass wir jederzeit umgebracht werden würden. Но человек так устроен, когда в тяжелой обстановке происходит какая-то мобилизация всех сил. Und der Mensch ist so geschaffen, dass eben in diesen schwierigen Situationen er irgendwie einen Kräfteaufschwung noch mal bekommt, dass er seine Kräfte mobilisiert. Срабатывает инстинкт самосохранения. Und der Instinkt der Selbst, ja, des Selbsterhaltung wird letzten Endes dann freigesetzt. Несмотря на свой маленький возраст, obwohl ich so klein war, мы понимали, что надо выжить. Haben wir eins verstanden, wir müssen überleben. И искали, где только можно что-нибудь поесть, чтобы набить желудок. Und wir haben das Wichtigste war es für uns, irgendwo was zu essen zu finden, damit wir unseren Magen füllen konnten. Единственное, что хотелось, здесь уже говорили, das Einzige, was wir wollten, und das hat man hier ja schon bereits mehrmals angesprochen,
wovon ich geträumt habe, wenn ich darüber nachgedacht habe. Der einzige Wunsch war, meine Eltern zu sehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es heißt, mit 4 Jahren allein zu bleiben, ohne Eltern zu leben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es heißt, mit 4 Jahren die Liebe der Eltern nicht mehr zu fühlen, nicht mehr zu spüren, die Familienzugehörigkeit und eben auch die Liebe der Mutter nicht mehr zu spüren. Я уже говорил в той школе, что вы молодые люди, не познавшие это, к счастью, и дай Бог вам никогда этого не познать, не испытать, но то, что мы говорим вам правду. Ich habe bereits gerade vorhin in Schwert in der Schule auch schon mal diese Frage beantwortet und habe auch gesagt, wir möchten euch die Wahrheit sagen und wir wollen euch zeigen, wie es gewesen war, damals zu leben und euch einfach zu, wir wünschen euch nicht, dass ihr eben diese Zeit auch erlebt, mal erleben müsst. Ich bin 78,5 Jahre alt. Ich kann mich oft nicht erinnern, was ich gestern gegessen habe oder wo ich was hingelegt habe. Aber was ich in meiner Erinnerung für immer habe, diese Kindheitserinnerungen damals, die stehen mir täglich vor den Augen. Ich werde nicht alles sagen, aber ich habe schon Dr. Arnolfo говорил, что мы попали как бы в машину времени, нас вернули на то время, и я сейчас мысленно прохожу по территории гетто. Ich habe bereits schon zu Dr. Arnolf gesagt, von Auer gesagt, dass ich fühle mich, als ob man mich in eine Zeitmaschine gesetzt hat und vor meinem inneren Auge, während ich hier sitze, gehe ich durch das Ghetto in meinen Gedanken durch und durchlebe das noch einmal, während ich hier sitze und das erzähle. Dieser Schmerz wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, selbst wenn wir zurück nach Israel kommen. Es wird uns begleiten. Уносим отсюда частицу любви, ласки, доброты, сердечности. Und wir tragen mit uns nach Israel eben diese Liebe, diese Herzlichkeit, dieses Willkommenheißen der christlichen Menschen, die sich um uns hier gekümmert haben. Ich habe gelesen, habe mich informiert und habe eben vieles mitbekommen und es war mir klar, dass ich in ein Deutschland einreisen werde, das entnazifiziert ist, dass Nationalsozialismus hier jetzt, dass es ein anderes Deutschland ist, dass es ein modernes, freies Deutschland ist, das die Demokratie liebt und in Freiheit lebt. Ich habe die Begegnung guter Menschen erwartet. Ich habe erwartet, dass mir nette Menschen begegnen werden, aber als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und diesen Menschen am Flughafen begegnet bin, war ich so dermaßen beeindruckt von ihnen. Wir wurden in der Sowjetunion erzogen. Евангелисты, лютеране, баптисты считали сектой. Wir sind in einem atheistischen Land erzogen worden, wo man Christen, ob sie jetzt Baptisten, evangelische Gläubige waren oder Christen anderer Denominationen, man hat sie als Feinde bezeichnet oder gesehen. Но так как они проявили себя в отношении нас, это сверх всякого нашего прежнего представления. Aber so wie sie uns gegenüber verhalten haben, eben diese christlichen Menschen, das übersteigt unsere sämtliche Vorstellungen und Erwartungen. Ich möchte mich im Namen unserer Gruppe hier vor euch, vor diesen Menschen tief verbeugen und meinen Dank aussprechen. Und dass ihr diese Liebe und Herzlichkeit auch von uns
Через них. Und ich, das, was ich durch Sie selber erfahren habe, diese Herzlichkeit, diese Liebe, die Sie uns gezeigt haben am Flughafen, die möchte ich heute an euch weitergeben. Und dass ihr eben diese Herzlichkeit und die Liebe auch einander weitergebt. Ihr seid die Hoffnung Deutschlands. Und Deutschland, главная передовая страна Европы. Und Deutschland ist die wichtigste und führende, das wichtigste und führende Land in Europa. И если вы сохраните свою страну, она этого достойна. Und wenn ihr Германию такой демократической. Und wenn ihr dieses Land, in dem ihr lebt, dieses demokratische Land bewahrt und weiterführt. Это будет счастье. Ваше счастье, счастье всего мира. Das wird auch euer Glück sein und es wird auch für das Glück für die Welt bringen. Вы молодые люди, у вас будут семьи, дети, и ваши дети не должны умирать на войне. Ihr seid junge Menschen, ihr werdet bald selber Familien gründen und eure Kinder sollen nicht in einem Krieg sterben. Будьте счастливы, берегите друг друга. Seid glücklich und achtet aufeinander. Wir haben einige Edelsteine mitgebracht. Es ist zwar nur Plastik, aber es sollen Diamanten sein. Они принесли вам такие вот камешки прозрачные. Это не диаманты, но должны напоминать диаманты. Und unsere Gäste würden gerne euch allen, soweit es langt, einen Diamanten geben, zum Zeichen, dass ihr wertvolles Leben bewahrt wurde. Und dass euer Leben auch wertvoll ist und ihr mit Respekt und Achtung voreinander leben sollt und miteinander umgehen sollt. Das ist ihr Vermächtnis an euch. Ich würde gerne noch was sagen. Ich muss sagen, ich schäme mich sehr, dass das Erste, was Sie hier gesehen haben, an unserer Schule ein Hakenkreuz war. Мне очень стыдно, что первое, что вы увидели в нашей школе, была свастика. Мне очень стыдно. Und dass Sie trotzdem so viel Offenheit besessen haben, uns hier über Ihre Vergangenheit zu informieren. И несмотря на все это, вы были открытыми и рассказали нам о вашем прошлом. Und ich glaube, dass das auch bei unseren Schülern gut angekommen ist, auch ihre Betroffenheit zu sehen. Я думаю, наши ученики это поняли. В их глазах я вижу, что им стыдно тоже стало за это, что они видели. Ich kann dazu nur sagen, unsere Schüler werden sicherlich nicht diese Spielereien angebracht haben, bin ich ganz sicher. Aber wir haben eine Schule, die sehr offen ist und übers Wochenende, muss ich jetzt einfach mal so sagen, gibt es immer wieder Vandalismus an der Schule und wir kommen einfach manchmal nicht hinterher und es tut mir unendlich leid. Она может с уверенностью сказать, что ученики этой школы это не сделали. Но здесь открытое место, открытая школа, куда по воскресеньям, субботам, воскресеньям приходят другие люди, которые здесь играют или футбол, или что-нибудь. И они сделали, наверняка нарисовали этот знак. И она еще раз повторяет и говорит, что ей очень-очень неприятно, что первое, что вы увидели, была свастика. Ей очень за это стыдно. И она очень сожалеет об этом. Приносит свои извинения. Wir haben jetzt auch noch, ich glaube, das ist der Kurs von Herrn Hartmann, ja, der Geschichtskurs. Der möchte doch bitte nach vorne kommen, möchte Ihnen etwas überreichen, ein Andenken, einen Stein zur Erinnerung, dass Sie hier waren und dass Sie weiterhin noch Ihren Weg gehen werden und noch viele Schüler informieren können. Сейчас класс, класс истории, они занимаются очень интенсивной историей. Они хотели сделать вам маленький подарок. Это как в Израиле принято, принесут маленький камешек и подарят вам его. Знак благодарности за то, что вы были здесь, и за знак благодарности за то, что вы им рассказали. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, für Ihre Offenheit bedanken. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, im Anschluss noch zu einem kleinen Imbiss einladen. Она сердечно благодарит вас за ваше открытие, за вашу доброту и приглашает вас, после этой программы будет небольшой имбис для вас, да, вы можете немножко покушать. У нас времени нет. Я скажу вас. Время.
Ich habe das mal beschlagen.